Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Enderal. In der letzten Folge haben wir quasi nicht so viel gemacht, über das man reden brauchen würde. Aber wir haben diesen Feuerzauber gefunden. Und der ist schon die Erwähnung wert. Denn normalerweise, wenn man schon andere Let's Plays von mir gesehen hat, fasse ich ja die Folge, löst gezielt Fallen auf, um damit Gegner besiegen zu können. Diese vorne, ups. Sieht das so aus, als sollten wir da mal hinschießen. Ah, da hinten ist so ein Troll. Und der Typ hier sieht aus, als wäre er fast noch am Leben. Richtig strange. Was ich sagen wollte, ich fasse normalerweise immer die Folgen zusammen. Aber ich glaube, jetzt werde ich nicht direkt zusammenfassen, sondern nur die wichtigsten Sachen erörtern. Sollen wir da jetzt magisches Symbol? Ein von 100 magischen Symbolen gesammelt. Okay. Oh, was war das? Eine alte Kristallmünze. Wollen wir natürlich mitnehmen. Und da müssen wir uns noch um das... Ist das hier die Falle? Kurz mal quick saven. Ist das hier die Falle? Kurz mal quick saven. Nein. Puh, das war ziemlich dumm. Aber das werde ich nicht quick loaden, glaube ich. Obwohl, nee, die Dummheit muss bestraft werden. Natürlich war es eine Falle. Hätte ich mir auch denken können. Aber wir können natürlich uns regenerieren. Halt euch für 4 Lebenspunkte für 7 Sekunden. Haben wir den jetzt genommen? Ja. Dann wollen wir uns mal kurz so hochheilen. Und dann werden wir das Monster... ich würde am liebsten mit Magie ein bisschen was machen. Ups. Oh Gott im Himmel. Ich komme immer auf C und sehe das Auto laufen. Das ist natürlich dumm. Ah, okay. Mal gucken. Oha, der ist wild. Wollen wir mal gucken, ob das hier so clever ist, was wir jetzt gleich vorhaben. Oha. Ach so. Der ist instant gestorben. Ich dachte schon, jetzt haben wir den zu uns hin teleportiert. Puh, okay. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Ihr habt lauten Lärm im Hintergrund und ihr habt auch 5 Lernpunkte. 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wählt ein Attribut, das ihr verbessern möchtet. Meine Güte, ist das nervig. Mana, Ausdauer oder Lebensenergie? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf die Ausdauer. Und hoffe, dass das die richtige Entscheidung war. Trollfell. Gibt bestimmt Geld. Drückt H, um eure Fähigkeiten, euch darüber zu informieren. Moment. Ha. Alles klar. Ich könnte mich jetzt über irgendwas informieren, was auch immer. Die Sache hier lese ich mal anders durch. Oder mal vor. So gibt es ja auch nichts, was wir uns, über was wir uns direkt informieren sollten. Oh, wir haben Blut im Gesicht. Oder war das nur von dem Monster? Moment. Mal auf Inventar drücken. Okay, wir sind voll. Also von daher ist alles gut. Mal gucken, was man hier so looten kann, bevor wir durch die Tür hinter uns gehen. Denn wir wollen natürlich alles mitnehmen. Vagabunden Kluft, das ist, glaube ich, ganz gut für uns. Wir sind ja auch von der Rasse her. Wie hieß es? Aeltana oder so. Und das ist ja. Sind ja auch unter anderem Magier und unter anderem. Moment. Aha. Schaut mal an, da war ich richtig krass unterwegs. Und hab mir da oben was geklaut. Musste ich mal gar nicht hochhüpfen. Obwohl, wir können trotzdem mal gucken. Und die sind ja auch Wanderleute. Soweit ich das weiß. So. Skelett ist leer, nee. Das haben wir jetzt schon. Wir wollen mal ganz kurz gucken, was wir da uns ergaunert haben. So, war das hier hinten? Nein, da war es, oder? Wohltat. Halt den Zauberdienst für 6 Punkte. 6 Punkte die Sekunde. Verschlimmert Arkanistenfieber. Oh, das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel zaubert und Co. Was war das anderes? Ein Flammenstab. Ein Flammenstoß, der 5 Feuerstarten pro Sekunde verursacht. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, wir sind ja ein Magier. Also warum sollen wir dann auch nicht einen Flammenstab nehmen? So, wer es denn aus Skyrim nicht kennt,
Auf Skyrim gibt es nämlich auch sowas, eine Art magische Gegenstände. Moment. Ich will schnell mal die Wohltat auf Linksklick heben. Oder Moment, nochmal ganz kurz gucken. Wenn ich das jetzt wegmache. Okay, habe ich meine Faust. Also ist es egal, was wir da hinmachen. Und unten und rechts werdet ihr sehen, also vorne konnte man sehen, dass da eine Leiste angezeigt wird. Und wenn wir denn die magische Fähigkeit des Gegenstandes nutzen, dann geht diese Leiste mehr oder weniger weg. Wird geringer. Das mal gucken. Irgendwie. Da soll man hier, glaube ich, nicht hin. Na gut, dann gebe ich mich geschlagen, Spiel. Aber nur dieses eine Mal. Und wenn diese magische Leiste leer ist, also alles aufgebraucht ist, dann macht man keine, wie sagt man, ja, dann kann man keine magische Fähigkeit mehr mit dem Gegenstand ausführen, außer man füllt ihn wieder auf. Und naja, das machen wir jetzt mal. So lange, bis die Gegner in den Nahkampf kommen und dann gehen wir mit dem Schwert wahrscheinlich weiter. Autosaving. Aber man muss natürlich auch bedenken, wenn man so langsam umherschleicht, dass die Zeit schnell vorher, ups, rumgeht. So. Und dass es natürlich dann auch Nacht wird. Und in der Nacht, ihr wisst ja, wie es heißt. The night is dark and full of terrors. Das heißt, oh, ist das ein Hund? Ein netter Hund? Leiche eines Kletterers. Oh, da hat er es nicht geschafft. Das ist hart. Aber gut, ich sag mal so. Lebensabsorption. Ich werde. Absorption, meine ich natürlich. Ich werde seine Sachen natürlich in Ehren halten und für sinnvolle Sachen verwenden. Das kann ich ihm versichern. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Gut, genug Scheiße gelabert. Mal gucken, was wir da bekommen haben. Wo ist es denn? Da ist es. Zauberbuch. Da können wir Leben absorbieren. Das ist auch ziemlich cool. Hallo? Oh, du bist ein Wolf. Ich dachte, du bist ein Hundi. Ah, okay. Es ist also ein Flammenwerferstab. Gut. Aber verbraucht gar nicht so viele Punkte, wie ich das gedacht hätte. Und schade, dass das Fleisch nicht schon gekocht ist. Aber gut. Wir können uns jetzt mal mit Linksklick heilen. Ah, perfekt. Aber wahrscheinlich kriegen wir dadurch wieder so ein komisches Fieber. Ja, 15% haben wir schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ist das hier echt der Weg? Das heißt, wir kommen hier nie wieder hin, oder wie? Sehe ich das? Schade. Und ich muss sagen, dieses Klirren im Hintergrund ist ein bisschen strange. Aber ich denke, das kommt vom Heilzauber. Können wir den eigentlich auch wegpacken? Na gut, muss ich mal anders mal gucken. Oh. Schwere Kämpfe erfordern Taktik. Drückt während des Blockens Maustaste 2, um einen Stoßangriff auszuführen. Ja gut, aber blocken können wir ja gar nicht. Weil wir auf Linksklick, oder wie gesagt Rechtsklick, einen Zauber haben. Kommt unten etwa schon wieder Gegner? Ich sehe einen Hund. Aber mehr sehe ich dann eigentlich auch nicht. Na gut, dann schreiten wir mal voran und gucken, was da so passiert. Und um ehrlich zu sein, so ein Feuerlöscher, Feuer, wie sagt man, Bunsenburner, Feuerstab, ist nicht ganz so geil. Da finde ich fast das Schwert einen Ticken besser. Aber gut. Jetzt, wo wir es haben, verwenden wir es auch einfach mal eine Weile, würde ich sagen. Also nicht unendlich lang, aber ein bisschen. Was ist denn das? Verdächtige Erdhaufen. Hat jemand ganz gut seinen Schatz versteckt. Das ist ja ganz schön clever. Okay. Den schaufeln wir auf. Aber es ist ganz schön, dass es sowas gibt. Okay. Ein Zielenstein gefüllt. Der zum Beispiel kann solche magischen Waffen, glaube ich, wieder auffüllen. Lichtmagie. Verbessert Lichtmagie für Lehrlinge. Ja, dann nehmen wir natürlich mal alles mit. Die Schaufel, ach, was soll's, die ist auch mit dabei, wenn es ja schon mal gratis ist.
Und das Buch. Wo sind die Bücher hier bei Schriftrollen vielleicht? Nein. Moment, ich suche noch kurz das Buch für die Lehrmagie. Wenn ich es finden würde. Oh je. Keine Ahnung, wo es ist. Irgendwie sehe ich es nicht. Obwohl es ja eigentlich irgendwo sein müsste. Gucken, Eisenschwert, Fackel, Goldmünze, bla bla bla. Da, da, da. Rolle. Kein Buch in Sicht. Vielleicht habe ich mich verguckt und es war ein Trank oder so. Na gut, aber wir haben es auf jeden Fall. Darum kümmere ich mich mal anders. Hoffe ich zumindest, dass ich es nicht vergesse. Und vielleicht können wir dann irgendwann des Rätsels Lösung angehen. Rastplatz entdeckt. Sehr schön. Ein neuer Ort. Auf den gibt es einen kleinen Quicksave. Was ist das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Gleich mal einen Zauberstab gezückt. Sicherheit geht natürlich vor. Vielleicht sind die Gegner auch über uns. Gibt es wieder einen Pilz für die Entdecker? So, wenn das Hüpfen hier nicht so scheiße wäre, wäre es alles ein bisschen cooler. So, jetzt aber sind wir hier oben. Gibt es hier auch irgendwas? Ich hoffe schon. Aber irgendwie sieht es fast nicht danach aus, oder? Nee, ich finde direkt noch nichts. Hier vielleicht? Nee, auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir rasten, bis es wieder hell ist. Jetzt könnte man sich natürlich hier hocharbeiten. Ich hoffe, wir verpassen nichts, wenn wir jetzt wieder runtergehen. Aber ich würde gerne auf dem Rastplatz rasten, denn ich höre immer noch so ein komisches Viech. Und da hinten ist irgendwas. Moment. Wo kann man rasten? Hier? Nee. Neben Schaufel. Moment, Moment. Ja, ich höre es eindeutig. Komm raus, Wicht! Na gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, wir meditieren. Oh. Schwerter sind schneller als Äxte. Und Äxte sind schneller als Streitkolben und Kriegshämmer. So, jetzt habe ich meditiert. War natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Oh. Diese Erinnerung in euch ruft das notwendige Basiswissens eines Kriegers in das Bewusstsein. Dauerhafte Effekte schaltet alle Kriegerdisziplinen frei. Reduziert das Gewicht schwerer Rüstung um 10%. Talente? Rage. Dieses Talent erhöht für kurze Zeit euren Waffenschaden, also quasi Wut. Könnten wir freischalten? 7 Sekunden Wirkungsdauer. Okay. Was ist denn das dann? Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen frei für euch. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schneller und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt, um eure Chance auf einen kritischen und eure Chance auf einen kritischen Treffer erhöht. 7% Chance. Erhöhte Chance. Naja, 7% ist jetzt nicht gerade viel. Und das ist wahrscheinlich Magie, Fokus. Diese Erinnerung schaltet alle Magierdisziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Ha, okay. Was war das nochmal? Schaltet alle Kriegerdisziplinen frei. Erhöht euren Waffenschaden. Puh. Also entweder Crit, normalen Damage oder Mana-Reg. Quasi gibt es jetzt Auswahl. Um ehrlich zu sein, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden dafür, was ich machen will und was nicht. Deshalb gehe ich wieder zurück. Im Jahre 8923 nach Sternenfall veranlasste der Orden, dass in Enderal jeglicher Handel mit anderen Kontinenten auf ein Minimum reduziert wurde. Das ist natürlich eine harte Sache. Seid ihr in leichter Rüstung oder oben gekleidet, solltet ihr eure Geschwindigkeit nutzen, um feindliche Angriffen durch taktische Rückwärtsbewegungen auszugleichen. Na ja gut, wir haben natürlich jetzt eine Magie. Aber ich habe gesagt, ich würde am liebsten Hybrid sein. Vielleicht habe ich dann die falsche Rasse gewählt? Man weiß es nicht. So. Ich dachte, das war ein Ruheplatz.
Oder heißt der Ruheplatz nicht, dass man sich ausruhen darf? Weil ich sehe nämlich kein Bett. Oder muss ich hier irgendwas machen? Nee. Aber irgendwas. Und? Laterne? Oh, wow. Krustenbrot. Oh, toll. Schaufel. Stuhl. Sollen wir uns etwa auf dem Stuhl hier ausruhen, oder was? Ach ja. Gemütlich hier. Wisst ihr, weil es so gemütlich ist, würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Wir ruhen uns erstmal eine kleine Weile aus. Und dann mit neuer Kraft schreiten wir voran. Danke fürs Zuschauen.